Hallo zusammen, heute geht es um diese Steuerung. Und zwar ist das die Kompressorsteuerung von Seggob mit der Nummer, oben seht ihr es, 101N 0242. Es gibt nochmals eine Steuerung, steht auch so im Titel, 101N 0680. Der Unterschied da ist die Zulassung. Diejenigen, die das Video jetzt schauen, schauen das, weil sie meinen Kanal abonniert haben. Freut mich freuen über neue Abonnenten. Die das Video später schauen, geben diese Nummer bei YouTube ein. Kühlschrank kühlt nicht. Oder sie haben irgendwie ein Problem mit dem Kühlaggregat hier oder diesem Kühlschrank, der dann zum Beispiel hier hinten auch solch eine Steuerung drauf hat und das funktioniert nicht, was Sie lesen können, Seggob und diese Nummer. Gibt man im Internet ein bei YouTube und so kommt ihr auf meinen Kanal. Dazu komme ich später. Zuerst aber zur Geschichte. Es gibt sehr viele Steuerungen von Seggob bzw. früher mal Danfoss. Wir hatten dann die Steuerung, die letzten Nummern 212, das war eigentlich der Vorgänger dieser Steuerung hier. Mit der Corona-Zeit ging es los und es gab keine Bauteile mehr, es gab irgendwie Lieferengpässe. Und dann ist ein Chinese eingesprungen. Das ist extern gefertigt eine Steuerung. Die steht aber auch wieder unter dem Namen Seggob. Das ist die 224. 101N 0224. Die wurde komplett extern von Chinesen geliefert. Und jetzt wurde die, kam so um 2000... 20 auf dem Markt, ne 21, nach Corona, nach den Engpässen und jetzt ist die neue Steuerung, der Unterschied ist hier, wir haben hier einen kleinen Absatz vom Gehäuse. Die wird abgelöst, diese 212er, an sich technisch kann sie das Gleiche. Wir haben auch hier die mit dem gelben Schild, die hat eine UL-Zulassung, die 650, da gibt es neu in diesem Gehäuse mit dem Absatz die 680. Es gab schon mal ein gelbes Gehäuse, da war die Steuerung 200, im Prinzip alles dasselbe, die Bezeichnungen sind die gleichen und so weiter. Es ändert nichts, ihr könnt die untereinander austauschen, wenn ihr nicht eine spezifische Programmierung wollt. Also hier sehen wir jetzt, das sehen wir hier, bei der Version 01, momentan sind wir bei der Version 04. Das ist ein Softwareproblem. Also hier ist eine Software drauf, die kann man nicht ändern, die ist einfach draufgespielt. Hier sehen wir die Steuerungen, das war mal, unten war die Nummer 220, das war noch eine Danfoss, dann war hier eine Tropenversion, da gibt es zig Steuerungen, ich weiß nicht, ob ich alle habe, aber ich gebe mir ja Mühe. Hier ist auch mein Museum, Peltier-Elemente, sicher 80 Jahre alt, Kompressoren, Schwingverdichter, Aufschnittmodelle, alles Kompressoren, diesmal gab 12 Volt Kompressoren, die jetzt hier vor sich hinstauben mit chinesischen Nachbauten. Ja, das ist meine Kompressorsammlung, die ich seit 40 Jahren betreibe. Aber jetzt zu denen, die ja vielleicht auf das Video kommen, nachdem sie diese Nummer hier oben eingegeben haben. Ihr habt so einen Kühlschrank, da ist diese Steuerung drauf. Das kann im Jahr sein, weil jetzt kommt die Steuerung auf den Markt. Und euer Kühlschrank geht nicht. Meistens liegt nicht an der Steuerung.
meistens liegt nicht am Kompressor. Das meistens liegt leider an der Stromversorgung. Ihr müsst also erstmal mal eure Stromversorgung messen. Wenn mir dann Leute anrufen und sagen, ja, das läuft mit 12 Volt. Ja, haben Sie 12 Volt? Ja, klar habe ich 12 Volt, weil das steht ja auf der Batterie. Da bin ich ein bisschen sprachlos heute immer noch, obwohl ich ja eigentlich viel gewöhnt bin. Wir haben hier oben die obersten zwei Anschlüsse. Und ihr habt so einen Voltmeter. Wenn nicht, müsst ihr nicht über Spannungsabfall mit mir diskutieren. Leute, die sagen, wenn ich frage, habt ihr einen Spannungsabfall auf der Zuleitung? Ja, ich habe keinen. Dann denke ich mir schon, die lügen mich an. Ihr nehmt also das Voltmeter, stellt das auf DC und Volt, oder ihr habt ein Automat, wo das automatisch geht und geht hier oben auf Plus und Minus. Hier könnt ihr das vielleicht so reinstecken, geht teilweise. Und dann sehen wir von dem Kühlschrank die Spannung. Nicht vom Kühlschrank, sondern das, was am Kühlschrank anliegt. Jetzt schaltet ihr den Kühlschrank aus, dass er nicht läuft. Oder er erreicht die Temperatur und er schaltet aus. Dann könnt ihr die Spannung messen. Dann misst ihr hier die Spannung, die auf dem Netz liegt. Also eigentlich auch die Batteriespannung. Direkt oben bei Plus, Minus, das ist dann bei der Steuerung hier oben Plus, Minus und Plus, ist hier auf der Seite beschriftet. Jetzt lässt ihr den Kühlschrank laufen, Thermostat einschalten, dann springt der Kompressor an, der Ventilator kommt und wir haben auf diesen Steuerungen eine Drehzahlrampe. Ihr könnt dann die Spannung beobachten. Nach 30 Sekunden fängt die Drehzahl an hochzuheben, nicht bei allen Geräten gleich, aber die meisten. Das heißt, die Drehzahl geht hoch vom Kompressor, die Stromaufnahme steigt und die Spannung, die hier misst, geht nochmals runter. Also ihr habt jetzt eine Spannung gemessen. Wenn der Kompressor steht, also der Kühlschrank aus ist, bei einer Lithium-Batterie haben wir hier 13,1 Volt, dann springt der Kompressor an, dann könnt ihr eine Spannung messen, vielleicht von 12,8, und jetzt dreht der Kompressor hoch. Dann fällt die Spannung noch weiter zusammen, auf 12 Volt. Und von 13,1 Volt, die Ruhespannung, auf die 12 Volt, das ist der sogenannte Spannungsabfall auf der Leitung. Jetzt bei dem Beispiel ist das 13,1 minus die 12 Volt, gibt 1,1 Volt. Das sind fast 10% Leitungsverlust. Die nicht der Kühlschrank an Strom braucht, sondern die Leitung. Erstens ist das ein Stromverbrauch, der dann da ist, ohne Verwendung, nur weil zu schlechte Kabel da sind. Wenn es im späteren Zeitpunkt auftritt, eine Verbindung, eine Sicherung, die oxidiert ist oder sonst irgendwas. Aber man kann diesen Spannungsabfall messen. Misst diesen Spannungsabfall? Wenn der höher ist als 0,5 Volt, dann ist Scheiße, wortwörtlich. Dann ist eure Installation super Scheiße. Alles über einem Volt ist Oberscheiße. Entschuldigung, die Ausdrücke, aber dann müsst ihr nicht anrufen und am Kühlschrank irgendwas suchen, sondern dann würde ich das Wohnmobil entsorgen. Oder wenigstens die Elektrik kontrollieren. Das kann auf der Batterie sein, das kann auf dem Verteiler sein, das kann irgendwo eine Oxidation sein oder von Haus aus schon schlecht verdrahtet. Hier mache ich euch ein Video über eine gute Verdrahtung. Hier ein anderes über sonst zu hohen Stromverbrauch vom Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.